Wir kommen zu den X-Tipp-Spieltag-Tipps. Wir tippen den 25. Spieltag der Kreisliga 6. Ich bin Dominik Hintgen vom Rallscheder SC. Ich bin Daniel Rux vom Rallscheder SC. Und dann kommen wir direkt zur ersten Partie. Das ist Wellingsbüttel 2, im Moment Tabellenzehnter, gegen Alzertal Langhorn, Tabellendritter. Alzertal Langhorn stellt den besten Sturm im Moment der Liga. 1:3 für Alzertal. Zweite Partie ist Duvo 08 zu Hause, Tabellenletzter, gegen SC Poppenbüttel. Poppenbüttel haben wir letztens auch erst eine dicke Klatsche bekommen. Duvo ist im Moment die ganze Saison noch nicht so stark, egal ob heim oder auswärts. Ich tippe 4:0 auf Poppenbüttel. Dritte Partie, Meindorf 2, Tabellenneunter, gegen den HSV, Tabellenfünfter. 0:4 für HSV. Ich tippe 1:4. Charlie wird noch einmal knipsen für Meindorf. Dann kommen wir zum Kellerduell der Liga. Das ist Farmsener TV mit der schlechtesten Abwehr gegen den Bramfelder SV. Das wird ein langweiliges Spiel. Viel Zweikämpfe werde ich da erwarten. Ein 2:2. Dann geht es weiter mit Duvenstädter SV, Tabellenachter, gegen Heusbüttel, Tabellenzweiter. 0:5. 0:5, ja. Dann Stapelfeld spielt zu Hause gegen Condor. Ist auch ein Kellerduell meiner Meinung nach. Das wird auch ein spannendes Spiel. Nikolas im Tor bei Stapelfeld. Hoffe, dass er da mal ein paar Dinger rauskratzt, damit Stapelfeld da 2:1 gewinnt. Geht's weiter mit einem Norderstedt-Derby. Haagsheide 2, Tabellensechster, gegen SV Friedrichsgabe. Im Moment noch Tabellensiebter, haben aber zwei Spiele weniger. 2:2. Und zur letzten Partie, da spielen wir, Rallscheder SC, zu Gast beim Ahrensburger TSV. Tabellenerster, Ahrensburg, wir ein bisschen weiter unten. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben am 13. Spieltag sind wir als Tabellenletzter beim Tabellenersten Haagsheide angetreten, haben dort auch überraschend 4:1 gewonnen. Also wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen da frei aufspielen und gewinnen dort 3:2.